Servus, liebe Leute. Heute werden wir uns das Drachenbaby mal jammen und dann ein paar Angriffe machen. Ich denke mal so ein, zwei, drei Angriffe. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, wie viel wir machen. Und ich würde mal sagen, legen wir gleich los mit dem Jam. Hier, ich habe schon die Kaserne gestartet und jetzt müssen wir sie nur noch für 786 Gems fertig jammen. Gerade egal. Sieht auch richtig, richtig geil aus, muss ich sagen, die Kaserne. Und jetzt hauen wir da mal ein paar Babydrachen raus. Ja, scheiß drauf, kostet jetzt ein bisschen was, aber sollte trotzdem klar gehen. Auf jeden Fall. Oh, das war nicht günstig. Wie viel kostet denn der Miner? 4 Millionen. Oh. Das machen wir danach oder können wir uns das noch leisten? 4 Millionen? Oh, wow, das machen wir nicht. Für dieses Update so viel raushauen. Wir brauchen ja noch die Zauber hier. Welchen Zauber nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen Heil, Wut, Frost, Wut und. Was nehmen wir noch? Noch ein Wut. Alles das teuer, alles miteinander. Huiuiui. Egal, jetzt haben wir mal eine Armee gejammt und jetzt schauen wir mal nach einem Freundschaftsspiel. Ich gehe kurz raus, denn ich muss kurz anfordern. Es ist nämlich ein bisschen früh am Morgen. Okay, sehr gut, das mit den Freundschaftskämpfen scheint nicht zu klappen. Dann gehen wir halt mal einen normalen Kampf und machen einen Baby-Drachen-Fight-Only. Warum denn nicht? 24 Baby-Dragons oder Baby-Drachen. Mal schauen, ob die überhaupt was können oder ob sie richtig schlecht sind. Ich tippe mal auf Letzteres, denn 24 auf einmal kann eigentlich gar nicht so gut sein, weil sonst wäre die Taktik viel zu overpowered. Deshalb denke ich, wir werden jetzt richtig versagen, aber ist nicht schlimm. Wenn wir ein, zwei Sterne holen, passt das, aber der sieht doch gar nicht schlecht aus, der Gegner, oder? Sollen wir den angreifen? Ach komm, probieren wir den mal einfach, warum denn nicht? Hier, wir setzen sie einfach mal in eine Reihe. Easy. Setzen hier die Hellen dazu. Und sie hauen auf jeden Fall mal ordentlich rein, das kann man sagen. Schaden gibt's echt krassen. Freezen müssen wir dann auf jeden Fall hier in dem Bereich, dass sie nicht zu viel Schaden machen. Heilen können wir sie hier mal. Queen zünden wir. Hier können wir nochmal einen Wut rüberhauen, dass sie den Inferno schnell außer Gefecht setzen. Bornkönig müssen wir jetzt auch gleich zünden. Noch nicht, hat noch Zeit, ganz kurz. Der ist noch nicht angekratzt jetzt. Und dann kommen nochmal die Baby Dragons. Mit der Queen. Boosten wir jetzt nochmal. Oh, der letzte Boost war scheiße. Ja, wird schwierig werden. Jetzt müsste der Baby Drache links hochziehen. Das wäre klasse. Ja, perfekt. Komm, schießt nochmal Luftfeger. Ja, perfekt macht der Luftfeger das. Luftfeger, du bist schon mein Held. Jetzt können wir sogar noch reißen. Schießen nochmal hoch. Ja, das wird schwierig. Wird echt schwierig. Einstand könnten wir vielleicht schaffen. Nee, schade. 49% steigen wir aus. Das ist traurig. Aber naja, war ein witziger Angriff. Ich würde mal sagen, dann war es das für die Folge heute. Weil das mit den Freundschaftsbattlen hat heute irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung. Und ansonsten bin ich raus und. Haut mal rein und einen schönen Abend noch. Ich bilde jetzt mal eine Taktik mit denen aus und dann werden wir im nächsten. Ründchen mal eine Taktik mit denen sehen. Ich will es euch jetzt nicht spoilern, deshalb haut mal rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai punctul G pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Locul pentru tine un sac pe verticală. Crești la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici. Că te zbor din extinție.